wenn jetzt alle so langsam ihre Plätze gefunden haben, dann denke ich, können wir so langsam mit dem offiziellen Teil beginnen. Ich bin Simon Erasmus und ich darf Sie ganz herzlich hier im Delphi Arthouse Kino zur Stuttgart-Premiere des Films Jäger des Augenblicks begrüßen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir die beiden Extrembergsteiger Stefan Globatz und Holger Heuber heute hier persönlich zu Gast haben. Sie werden uns nachher sicher noch ein bisschen mehr erzählen, was Sie auf Ihrer Expedition. Was Sie auf Ihrer Expedition alles erlebt haben und sicher auch für Fragen und Antworten zur Verfügung stehen. Jetzt darf ich aber zuallererst an Herbert Speich vom SWR übergeben, der durch den weiteren Abend führen wird. Vielen Dank. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist mir eine große Ehre, dass ich Ihnen heute zwei Bergsteiger vorstellen darf, wo man wirklich nur vor Ehrfurcht erschauern darf, was die können und was wir meistens nicht so können. Hier sind die beiden. Die Jäger des Augenblicks. Genau, Jäger des Augenblicks. Schön, dass ihr alle da seid. Großartig. Es ist uns eine große Ehre, dass so viele Leute zu einer Preview kommen oder zu einer Ortspremiere. Wir sind da losgezogen vor letzte Woche und haben uns gedacht, naja, wenn wir so 20, 30 Zuschauer immer pro Abend haben, da sind wir schon richtig glücklich, weil es doch ein sehr ungewöhnliches Thema ist, dieser Film. Aber uns freut es umso mehr, weil wir haben jetzt nach 6 Jahren, an denen wir an dem Film gedreht haben und gearbeitet haben, können wir beide voll dahinter stehen. Und uns freut es sehr, dass eigentlich diejenigen, die den Film bisher gesehen haben, auch sehr begeistert sind. Und ich hoffe, dass ihr das heute Abend auch seid. Jetzt schaut euch einfach erstmal an und danach stehen wir nach dem Film auch gerne zur Verfügung, um noch ein bisschen mehr Hintergrundinformationen über den Film zu geben und vor allem dann auch für Fragen noch zur Verfügung zu stehen. Es sind immer Fragen, das machen wir immer generell so bei diesen Veranstaltungen, dass Fragen aus dem Publikum dann auch in dieser Runde beantwortet werden, weil das sind sehr interessante Fragen, die sicherlich auch bei dem Film dann entstehen werden. Okay, also viel Spaß und bis später. Danke. Ich habe einen unglaublichen Drang aufzubrechen. Bei diesen Expeditionen, da geht es im Endeffekt darum, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht. Dieser Augenblick, wo man sich kurz anschaut und so eine Verbindung dann spürt. Talent alleine reicht nicht aus. Du musst immer mehr machen als die anderen, die auch talentiert sind. Wenn sich einer hier verletzt, dann haben wir ein großes Problem. Scheiße! Man weiß halt ganz genau, dass jetzt der Zeitpunkt kommt, wo eigentlich ein Scheitern im Bereich des Möglichen liegt. Man wirft die Flinte da nicht so leicht ins Korn. Du brauchst irgendwie immer eine Aufgabe, die dich auch herausfordert, die dein Leben auch in gewisser Weise ausfüllt. Du wolltest es schwer haben, jetzt hast du es schwer. Ja, wenn Sie Fragen haben, wie man das so macht, ob Sie mal mit dürfen oder so. Kann das jeder? Ja, wenn er gescheit trainiert schon, ja. Nee, also ich muss sagen, ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben 6 Jahre jetzt an diesem Projekt gearbeitet. Wir waren 2-mal in British Guiana und auch in Venezuela an diesem Tafelberg. Es sind Dinge gefilmt worden, die auch nicht vorhersehbar waren, für die es kein Drehbuch gab. Es ist ein Dokumentarfilm, wo das aufgenommen wird, was tatsächlich passiert.
Und diese wunderschönen Bilder, die man jetzt vor allem auch bei der zweiten Expedition gesehen hat, sind eigentlich so entstanden, dass zwei geniale Kameramänner mit dabei waren, der Franz Hinterbrandner und der Stefan Bühl, die selber exzellente Kletterer sind und eigentlich immer zum richtigen Zeitpunkt auch am richtigen Ort waren. Wir haben eine neue Kameratechnik eingesetzt, die Canon D5. Es sind immer zwei Perspektiven gefilmt worden, einmal die nahe, einmal die totale. Und so mussten wir eigentlich so gut wie gar nie mal etwas zwei- oder dreimal für die Kamera wiederholen. Es ist immer ganz spontan das aufgenommen worden, was tatsächlich passiert, auch bei den Dialogen und bei den Gesprächen mussten wir nicht nochmal extra was wiederholen, was auch jedem sofort auffallen würde in der Dokumentation. Und beim Klettern war es tatsächlich so, mich hat es genauso oft da runtergehauen, wie man da gesehen hat. Also es war richtig schwer oder ich war einfach zu schlecht, keine Ahnung. Also das müssen die dann beurteilen, die die Route wiederholen wollen. Also wenn jemand mal da runterfahren möchte, das wiederholen möchte, wir geben da gerne die Tipps dazu. Jetzt will ich doch mal ganz bösartig fragen. Es gibt ja viele Bergfilme und es gibt auch Bergfilme, die erstaunliche Dinge zeigen. Ich erinnere mich da an eine Pressemitteilung zu dem Film Cliffhanger, wo ein großer Mime Sylvester Stallone auf einer Apfelkiste stand und man hatte den Eindruck, der Mensch ist wirklich da doll in der Wand. Was ist jetzt bei euch dann doch wiederholt worden, was ist inszeniert worden, weil so einfach geht das doch, glaube ich, nicht, wenn sie da in der Wand sind. Von welcher Perspektive, wer war der Kameramann und wo war der denn da? Also es war so, dass, wie Stefan schon gesagt hat, es ist tatsächlich eine Dokumentation und es ist eigentlich nichts nachgestellt worden. Bei der ersten Expedition, es waren ja zweimal, dass wir in Guyana hier angetreten sind, und bei der ersten Expedition war es tatsächlich so, dass es eigentlich zwei Expeditionen waren. Das war einmal die Kletterexpedition, Kurt, Stefan und ich, und es war zum zweiten eine Kameraexpedition, die uns begleitet hat. Und wir mussten uns erst ganz langsam aneinander gewöhnen, weil es waren einfach unterschiedliche Interessen da. Wir, die Kletterer, immer mit Scheuklappen, nichts links, nichts rechts, da ist der Berg, so schnell wie möglich dahin. Und auf der anderen Seite eben eine Filmexpedition mit mehreren Kameraleuten, mit Ton und so weiter, die natürlich an jeder Ecke gesagt hat, oh, das schaut jetzt aber toll aus, das machen wir nochmal. Und das hat dann nicht so ganz so gut funktioniert und darum waren wir dann auch länger unterwegs als gedacht, bis zu dieser ersten Steilstufe, die ihr sehr schön in diesem Film auch gesehen habt, wo uns die Träger verlassen haben, und da hat uns auf einmal auch das ganze Filmteam verlassen. Es war dann wirklich der Franz Hinterbrandner, der Einzige, der mit einer einzelnen Kamera ohne funktionierenden Ton uns noch in der Wand begleitet hat. Alles andere an Kameras ist entweder zurück in die Zivilisation gegangen oder war kaputt. Also das heißt, es ist wirklich sehr dokumentarisch. Man hat aus diesen Fehlern natürlich gelernt. Beim zweiten Mal kamen wir ja den Weg über die Gran Sabana von der venezolanischen Seite. Die Zugänglichkeit war etwas besser, nicht mehr durch den Dschungel. Und da haben die Kameraleute natürlich entsprechende Ausrüstung dabei gehabt. Sie sind von oben über die Wand gekommen und haben dadurch natürlich auch diese Positionen einnehmen können, das Ganze von oben und von der Seite zu filmen. Haben auch eine neue Technik mit so Kamerafahrten eingesetzt. Sie hatten also wirklich eine Winde dabei, das schaut fast aus wie eine Kreissäge, wo es Seil eingeführt wird und wo sie dann relativ gleichmäßige Kamerafahrten in der Wand machen konnten. Für uns war das teilweise ganz lustig, weil die haben uns beobachtet und wir haben immer die Kameraleute beobachtet. Das war mindestens genauso spannend. Die standen dann zum Teil zu zweit, einer dem anderen auf die Schultern und haben versucht, an diesem überhängenden Felsen in den Seilen irgendwie eine ruhige Position hinzubringen. Dass du das weißt. Ich dachte immer, bevor ich jetzt den Film gesehen habe, dass Kletterer eigentlich Individualisten sind, die da alleine irgendwie die Wand hochgehen. Ich habe gelernt, dass man da schon Leute dazu braucht, dass man das im Team machen muss. Einfach auch, wie wichtig ist denn da das Team dabei und was muss da an Chemie zwischen den einzelnen Mitgliedern denn stimmen? Weil da muss man sich ja doch total auf den anderen verlassen können. Woher weiß man sowas? Weil wenn man da dann allein hängt und so, stelle ich mir unangenehm vor. Ja, es gibt da schon auch so Einzelgänge, also es gibt schon so die Lonesome Cowboys, die unterwegs sind beim Bergsteigen und auch beim Klettern. Dieses
nur für sich machen wollen und nur diesen Moment auch alleine genießen wollen, das sind wir nicht. Man hat es ja schön, ganz schön in dem Film gesehen, also wir waren schon so die drei Musketiere, so einer für alle, alle für einen. Und wir sind halt einfach auch nicht so diese Eigenbrötler. Wir lachen gerne zusammen, wir erleben gerne was zusammen, wir genießen die schönen Momente gerne zusammen, aber wir stehen dann auch zusammen, wenn es mal ein bisschen dicker wird und ein bisschen enger wird und wir dann gemeinsam irgendwas ausbaden müssen, was wir uns eingebrockt haben. Und dieses gemeinsame Erleben, das erhöht natürlich dann halt auch nochmal diesen Moment und dieses gemeinsame Aufbrechen und Vorziehen. Aber natürlich ist es schon auch so, dass wir so Phasen haben, wo ein falsches Wort auch eine Explosion auslösen können. Man kennt ja sich extrem gut. Also ich kenne Holger ganz genau und weiß ganz genau, wann ich dieses Wort besser nicht sage. Weil ich kenne auch seine Grenzen, wie weit kann ich gehen. Und er kennt meine, wir kannten die von Kurt. Und das war dann halt auch immer, ich denke mal, das hat so gut funktioniert, weil keiner irgendwie so eine ausgeprägte Eitelkeit hat. Jeder hat auch wirklich Witze auf seine Kosten dann akzeptieren können, hat selber am lautesten mitlachen können. Und das ist natürlich dann auch so mehr oder weniger das Grundgeheimnis einer solchen Expedition, dass sich keiner da besonders wichtig erscheint und vorkommt und jeder auch für den anderen einsteht und da ist. Wie entwickelt ihr denn solche Expeditionen? Hat da einer eine Idee und dann wird das umgesetzt und wer finanziert das dann letztlich, wenn man da jetzt große Reisen nach Patagonien oder so machen möchte, wenn man da noch nie war und auch nicht so richtig weiß, wie lange das braucht und was man da letztlich für veranschlagen muss? Also das Problem ist normalerweise bei uns, dass nicht einer eine Idee hat, sondern es haben drei, fünf Ideen. Und dann geht es erst natürlich mal darum, wer hat die besten Argumente. Und da wird dann relativ lange immer rumgekattelt, was ist die beste Idee. Wir haben so gewisse Grundsätze. Wir wollen immer möglichst aus eigener Kraft vom letzten Punkt der Zivilisation zum Felsen und wieder in die Zivilisation zurück. Wir versuchen oft mehrere Disziplinen dabei zu kombinieren. Es soll einfach eine interessante Reise werden, nicht nur eine interessante Kletterei, sondern es soll halt auch immer ein ganzheitliches Erlebnis sein. Und da zählt dann einfach, wer die beste Idee, wer das interessanteste Ziel auswirft. Und da sind wir uns dann aber meistens schon irgendwann relativ schnell einig, was das ist. Dann muss man ein Sponsorenexposé erstellen, muss an seine Sponsoren rantreten, denen das vorschlagen. Je nachdem, wie aufwendig das Ziel ist, klappt es dann mal entweder gar nicht oder es klappt auch mal schneller, auch ob das gerade in das Konzept hineinpasst. Und wenn das alles zusammentrifft, dann kann man auch eine größere Expedition wie diese hier starten. Ich denke, das ist ja nicht nur jetzt, dass man die Expedition macht, es muss ja was dabei rauskommen, der Sponsor wird ja das nicht nur, weil ihr so nette Menschen seid, euch finanzieren, sondern da muss ja was draus geschehen. Und das kann doch sehr vielfältig sein. Heute kann man ein Buch machen, da kann man dann doch also möglichst zur Hauptabendzeit in irgendeinem wichtigen Sender eine Dokumentation bringen. Oder was ist das so? Und das heißt ja dann auch, dass man entsprechend planen muss, weil wenn Sie dann jetzt einen Kameramann mitnehmen wollen, dann ist das anders, als wenn Sie jetzt zu zweit oder zu dritt oder mit wem Sie da eben ins Gebirge gehen, das dann machen, weil das dann doch... Ja. Ja gerade also grundsätzlich ist es wirklich so, es unterstützt eine Expedition heutzutage niemand mehr, weil wir uns an kleinen Griffen festhalten können oder weil wir so nett sind, leider. Aber es ist dann immer so, dass man sich mit den Sponsoren auseinandersetzt, was sie sich darunter vorstellen, auch wer ist der Sponsor. Und dann versucht man das rauszuarbeiten, ob man mehr fotolastig arbeitet, mehr filmlastig. Und entsprechend muss man natürlich diese Expedition dann zusammenstellen. Wobei die normalen Expeditionen, die wir machen, sehr häufig ja auch in irgendeiner Fernsehdokumentation münden. Man hat dann einen Kameramann dabei, das ist aber nicht zu vergleichen, muss man auch ganz ehrlich sagen, mit einer Filmexpedition wie dieser, sondern normalerweise haben wir einen Fotografen, das ist in der Regel Klaus Fengler, der auch wirklich seit vielen Jahren für uns die ganzen Bilder macht, die dann auch sehr häufig veröffentlicht werden in allen möglichen Zeitschriften, nicht nur in Klettermagazinen. Und wir haben meistens dann einen Kameramann dabei, das ist aber, die sind beide volle Expeditionsmitglieder, tragen ihre Ausrüstung selber. Der Kameramann muss dann auch den Ton machen, der muss nachts noch seine Daten ziehen. Also die beiden haben genauso
einen harten Job wie wir. Im Gegenteil, ich glaube sogar, sie haben einen härteren, weil sie müssen vor uns aufstehen, weil sie schon immer am Start sind, wenn wir die Augen aufmachen. Und sie sind immer am Abend die Letzten, die ins Bett gehen. Gibt es denn auch gerade von Sponsoren Anmutungen, die sie nicht erfüllen können oder erfüllen wollen? Und ist das dann ein Grund, den Sponsor zu wechseln? Weil für den Sponsoren ist der Stefan zuständig. Ja, sagen wir mal so, die Frage stellt sich natürlich. Und heute ist es für uns so ganz klar, dass wenn uns ein Sponsor was vorschreiben würde, würden wir es nicht machen, wenn wir nicht selber dahinter stehen würden. Also diese Freiheit nehmen wir uns raus. Und wenn wir zu einer Expedition aufbrechen müssten, die uns nicht gefällt, nur weil wir es aus kommerziellen Gründen machen müssten, dann wäre spätestens dann der Zeitpunkt gekommen, uns wirklich ernsthaft zu hinterfragen, ob jetzt das noch ist, was wir uns so vorgestellt haben. Ich glaube, wir würden auch dann diese Art von Expeditionen einfach auch aufhören. Weil wenn man sich nicht mit einem Ziel, das ja immer in gewisser Weise im Grenzbereich angesiedelt ist, hundertprozentig identifizieren kann, wenn man dafür keine Leidenschaft aufbringt, dann kommt man da auch nicht weit. Und man würde dann irgendwann einmal bei der ersten möglichen Gelegenheit, wenn man sagen, oh, ist zu schwer, nee, passt nicht, komm, lass uns umkehren. Wir haben es wenigstens probiert, haben unsere Schuldigkeit getan, brechen wir das ganze Ding ab. Aber erstmal sind wir so nicht und wir würden uns auch nie irgendwie aus kommerziellen Gründen für irgendwas verbieten lassen, also in dem Bereich. Es ist nicht der Kommerz gewesen, sondern ein ehrgeiziger Filmemacher, der Sie, jetzt ist 20 Jahre her, der Herr ist inzwischen auch in den USA und dreht da fleißig weiter Filme. Wie war das mit Werner Herzog? Wir haben ein Stück an diesem Traumfilm in Ihrem Film gesehen, Schrei aus Stein, wo unser eins zum ersten Mal von ihm Kenntnis nahm und andererseits sich dann bei diesem Film in Grausen wand. Wie war das für Sie? Also diese Kritik habe ich ja gleich danach mal gelesen. Und ich war entsetzt, dass dieser Film, für den wir so viel Herzblut eingesetzt haben, jeden Stunt selber gemacht haben, von Nachbargipfeln vom Cerro Torre runtergeflogen sind, immer und immer wieder da runtergesprungen sind, diesen Eispilz, dass der so schlecht ankam. Aber nachdem die ersten Schmerzen vorüber waren, muss man echt sagen, es war berechtigt, diese harsche Kritik, weil es wirklich kein guter Film geworden ist. Aber für mich war es halt natürlich ein unglaubliches Erlebnis, mit diesen Schauspielern auch drehen zu dürfen, auch mit der Regisseurenlegende Werner Herzog unterwegs zu sein, unter Umständen, wie kein Schauspieler ihn erleben wird, nach 3 Tagen in der Eishöhle ohne was zu essen, ihn dann so zu erleben, wo er wirklich mich sehr beeindruckt hat, wo er dann gesagt hat, Jungs, morgen müssen wir einen Ausbruchsversuch machen, sonst verlieren wir die Kräfte. Und wir Kletterer wussten ja ganz genau, dass das ein Himmelfahrtskommando ist, dass wir das nicht überleben werden. Und das haben wir Werner auch so erklärt. Wir haben gesagt, Werner, wenn wir hier absteigen, ohne eine Sicherung, mit einem Steigeisen, zu dritt, nur mit einer Eisschraube und einem Eispickel und 50 Meter Rebschnur, wir werden dabei hundertprozentig ums Leben kommen. Und er sich dann hingestellt hat, Jungs, dann verkaufen wir uns einfach so teuer wie möglich. Spätestens dann habe ich ihm abgenommen, dass er wirklich, dass das Schlimmste für ihn ein Tod im Bett wäre. Ja, Klaus Kinski soll ihn auch mal bedroht haben, für den erschießen. Eine schöne Geschichte müssen Sie unbedingt noch erzählen. Es gibt da in Patagonien auch sehr kalte Seen. Und Werner Herzog sagt, er würde jetzt gleich da durchschwimmen. Und wenn, Sie haben dagegen gewettet, dass er es nicht tut. Und dann würde er Ihnen einen wunderbaren, den besten argentinischen Wein in Kistenweise gleich zu liefern. Ist er denn geschwommen? Nein, das war sehr lustig. Wir sind auf dem Gletscher abgesetzt worden, mussten eine Szene drehen, es war noch zu viel Licht und wir mussten noch warten. Dann lief der Werner so rum und sagt er, toller See, da schwimme ich jetzt durch. Dann habe ich gesagt, Werner, ich glaube, das machst du nicht. Und dann hat er gesagt, Stefan, ich wette mit dir, die besten Kisten argentinischen Rotwein, da schwimme ich durch. Dann habe ich gesagt, da bin ich dabei, da halte ich dagegen. Ist der Werner dann mit seinen Steigeisen so runtergelaufen zu dem See, hat die Hand reingestreckt und hat bloß gemeint, Stefan, die Wette hast du gewonnen. Ja, und wie war es mit dem Rotwein? Haben Sie denn jetzt noch immer den Werner Herzog Gedächtnis-Rotwein? Ich habe noch nie bekommen. Ich erinnere ihn immer bei Gelegenheit immer wieder daran, aber
Es ist er ja schon mittlerweile 70. Ich glaube, dass er sich nicht mehr daran erinnern wird. Ja, das muss man auch dazu sagen. Dieser Film hat die deutsche Karriere von Werner Herzog drastisch beendet, weil nämlich der Produzent durch Hinterlassung, glaube ich, von damals 4 Millionen Mark das Weite gesucht hat und Herr Herzog dann saß und dieses Geld irgendwie abstottern musste und die gesamte ARD, die auch mit viel Geld da drin hing, diesen Film nicht senden konnte, weil die Rechte auch nicht geklärt waren. Also es war wunderbar, dieser Erfolg von Herzog damals. Der Gewinner waren aber doch dann letztendlich Sie, Herr Bloß. Ja, das weiß ich nicht. Ich meine, ich habe einen riesen Spaß gehabt, muss ich ehrlich sagen, mit dem ganzen Lux da unten zu sein, ja, mit dem ganzen Berg so verkabelt. Aber man muss schon ehrlich sagen, es war, weil ich auch immer wieder gefragt werde, ob das jetzt irgendwie vergleichbar ist mit dem, was wir hier gemacht haben. Es ist definitiv nicht. Weil es ist ein Spielfilm, wo jede Szene genau auf die Sekunde getimt war, wo die Dialoge verfasst wurden. Und hier war es ja tatsächlich so, dass ein Film gedreht wurde, dessen Ausgang offen war. Auch diese Situation mit dem Kurt Albert, der Tod von Kurt Albert, hat das ganze Projekt schon auch in einer gewissen Weise, in einer gewissen Zeit auch gefährdet, weil wir uns gefragt haben, sollen wir nach diesem Schicksal, sollen wir überhaupt diesen Film fertig machen? Sollen wir dieses Schicksal und diese Tragödie auch thematisieren in dem Film? Da haben wir lang hin und her diskutiert und letztendlich haben wir uns dazu entschlossen, auch der Filmemacher, der Philipp Mandela, dem dieses Werk eigentlich letztendlich zu verdanken ist. Er hat mit einer unglaublichen Sensibilität und Feinfühligkeit, finde ich persönlich, und es wird uns auch immer wieder bestätigt, dieses Thema, diese Tragödie in diesen Film eingebaut, weil es wichtig ist, weil es die Kehrseite der Medaille beim Klettern ist. Ich meine, wir suchen zwar immer die schönen Momente, aber es gibt auch, wenn man die kleinsten Leichtsinnsfehler macht, wie es mit Kurt Albert als Profi passiert ist, gibt es auch die Möglichkeit, tödlich dabei ums Leben zu kommen. Und das muss man auch ansprechen. Wenn es passiert ist, dann muss man das auch thematisieren, weil es ist ja eigentlich auch ein Zeichen für die junge Generation, vielleicht noch besser aufzupassen. Wie gehen Sie überhaupt mit Angst um? Weil ich denke, ganz frei darf man wohl auch nicht sein. Man muss, glaube ich, schon großen Respekt haben. Und wenn man den verliert, wenn man jetzt diese lange Karriere macht, die Sie haben, dass man irgendwann mal denkt, na, das geht doch und das muss gehen und das ging jetzt 100-mal gut und dann können wir einfach mal drauf los. Wie ist das mit der Angst und der Vorsicht? Also die Angst begleitet einen immer, das muss man ganz ehrlich einfach so sagen. Wobei ich persönlich unterscheide ein bisschen in dieser Art von Angst. Es gibt für mich einfach eine positive Angst. Das ist die Angst, die man auch unbedingt braucht, die man haben sollte, damit man einfach aufmerksam ist. Gerade wenn man mehrere Tage in der Wand verbringt, 24 Stunden am Tag am Seil ist, dann kommt es einfach darauf an, dass man nicht irgendwann die Konzentration verliert. Und da hilft einem einfach diese positive Angst. Ein Problem wird Angst erst dann, wenn sie einen hindert, sage ich jetzt normal zu reagieren, also wirklich so zu reagieren, wie das auch in schwierigen Situationen notwendig ist. Also diese Angst darf einen nie bremsen, aber jeder von uns kennt sie, jeder von uns wacht im Endeffekt die Nacht vor einem Einstieg in eine neue, unbekannte Wand immer durch. Man ist da hellwach von abends, wenn man ins Bett geht, bis dann endlich der Wecker schellt irgendwann in der Nacht und denkt sich, man hat keine Minute geschlafen. Und das am Anfang denkt man, das ändert sich bei der zweiten, dritten, vierten Expedition, wird es bestimmt besser, aber es bleibt eigentlich immer dasselbe Spiel. Wie hat man sich das denn technisch vorzustellen? Essen, Trinken, andere menschliche Bedürfnisse? Also ich fang an mit Essen und Trinken. Der Reihenfolge, genau. Ja, also, generell ist es so, bei so Expeditionen greifen wir relativ stark auf Trockennahrung zurück. Gefriergetrocknete Nahrung ist natürlich das Leichteste, wird nur mit heißem Wasser aufgegossen, dann muss es 5 Minuten ziehen, dann kann man es essen, man hat einen genauen Kalorienplan und danach wird das Essen kalkuliert. Am Anfang einer Expedition versucht man immer, solange man im Urwald da zum Beispiel unterwegs war, auch ein bisschen normale Nahrung mitzunehmen, wie Nudeln, Reis und so weiter. Das Problem ist vor allem die Flüssigkeit in der Wand.
obwohl es hier jeden Tag mindestens 10 Stunden geregnet hat, war die Wand so steil, dass wir zwar ab und zu patschnass waren, wenn der Wind reinkam, aber nirgends in der Wand konnten wir Wasser abfassen. Das heißt, alles, was wir getrunken haben in der Wand, musste auch von unten oder von oben in die Wand kommen. Das heißt also, wir haben insgesamt weit über 150 Kilo nur Wasser durch diese Wand gezogen. Also das ist schon ein relativ großer Aufwand. Und jetzt komme ich zu der dritten Frage. Das ist die, die normalerweise immer kommt. Also sie kommt einfach immer, allerdings normal etwas später. Also, natürlich hat man da auch seine Notdürfte zu verrichten. Und also mit normaler Intimität von so einem Geschäft hat das Ganze in der Wand da nichts zu tun, sondern alle anderen sind immer live dabei. Hier war es natürlich der große Vorteil, es ist relativ steil, das heißt, es ist das Gesetz des fallenden Tropfens. Man kann da ohne Probleme seine Geschäfte verrichten, ohne dass man die Wand selber trifft, und unten im Urwald wird es dann irgendwann kompostiert. Sie haben die Frage verstanden. Es geht um die Frage des Alters und wie sich das dann bei so einem Extremsport auswirkt. Das ist ganz wichtig. Also ich merke gar nichts, muss ich ehrlich sagen. Das ist klar, ich meine, auch das Klettern unterliegt den Gesetzmäßigkeiten eines jeglichen Hochleistungssports. Also ich meine, man ist natürlich nur in gewisser Weise begrenzt leistungsfähig in einem bestimmten Alter. Da muss man natürlich beim Klettern Prioritäten setzen. Ich meine, ich war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, als ich die Wettkämpfe geklettert bin. Da war ich extrem leistungsfähig, was das Sportklettern anging. Das Schöne ist am Klettersport, dass man halt so mitwachsen kann. Das, was wir jetzt machen, hätte ich wahrscheinlich früher nicht machen wollen, weil es einfach zu aufwendig war, viel zu viele Abenteuer, viel zu viele Umstände. Und da wollte ich mich nur auf das Klettern konzentrieren und nicht irgendwie durch den Urwald robben und durch irgendwelche Eiswüsten marschieren. Das hat mich überhaupt nicht interessiert. Es bekommt natürlich dann eine andere Bedeutung, wenn man für bestimmte Bereiche auch nicht mehr so leistungsfähig ist. Entscheidend ist, dass man damit halt auch seinen Frieden schließen kann und sagen, okay, ich habe meine Zeit gehabt und ich habe das machen können, was ich mir immer vorgestellt habe, und ich weine der Sache keine Tränen nach. Blöd ist es halt natürlich, wenn du immer irgendwie noch große Sachen vorhattest und die nicht realisieren konntest. Dann wirst du halt immer irgendwie mit der Hadern und Sängen denken, Mensch, hätte ich doch bloß damals da mehr Gas gegeben oder hätte ich doch lieber das in die und die Richtung gemacht. Rückblickend betrachtet ist man immer schlauer. Aber die Kunst liegt eigentlich darin, dass man dann auch sagen kann, Mensch, das war eine tolle Zeit. Jetzt sind andere dabei, jetzt sind andere dran, die junge Generation, die heutzutage Kreisel um uns herum klettert. Also ich meine, die sind so leistungsfähig, die sind teilweise Sachen, die wir uns auch vor kurzem noch gar nicht vorstellen konnten, dass sowas kletterbar ist, selbst wir. Und das ist das Schöne, dann auch zu beobachten, und das kippt dann auch so ein bisschen. Man hat dann nicht mehr so die alten großen Vorbilder, es sind nämlich dann die Jungen, die uns inspirieren und die für uns dann die Vorbilder werden. Und das ist das Schöne, dass man irgendwann mal halt auch abschließen muss, dann muss man sagen, nee, das kann ich nicht mehr machen, weil da bin ich nicht mehr leistungsfähig genug. Und dann ist es vielleicht auch der Zeitpunkt, dann Junge heranzuführen, die man dann mitnimmt, die dann einem bestimmte Dinge dann halt einfach vorsteigen und sagen, oh, jetzt bist du mal dran hier. Aber wir versuchen dagegen zu halten und auch viel, so lange wie möglich alles selber zu machen. Also ich war zwölf, als ich das erste Mal geklettert habe. Jetzt muss ich nachdenken, jetzt muss ich rechnen. Aber ähnlich, nein, ich war sogar ein bisschen älter, ich war 13. Aber ich bin durch meine Eltern schon zum Kajakfahren gekommen, war ganz viel draußen als Kind. Und wie ich dann das erste Mal bei uns in der Fränkischen Schweiz die Kletterer gesehen habe, da habe ich gedacht, boah, das will ich auch machen. Da war ich, glaube ich, 12 oder 13 und bin dann jedes Wochenende mit dem Radl rausgefahren in die Fränkische Schweiz zum Klettern, weil ich noch kein Auto hatte und noch nicht Auto fahren durfte. Gibt es auch eine gewisse Art von mentaler Vorbereitung in Richtung autogenes Training, dass Sie auch durch Schaffen Gefühle wie Kälte oder Hunger oder Müdigkeit zu unterdrücken? Ja, in gewisser Weise natürlich schon, weil wir analysieren ja so ein Unternehmen schon sehr genau. Also wir zerlegen das ja auch in Etappenziele und versuchen uns ja die ganze Zeit auch mental damit auseinanderzusetzen, was uns dort erwartet. Also auch die Kälte, die Hitze, der Regen in dem Fall. Und da versucht man sich natürlich schon auch mental darauf einzustellen, was es bedeutet,
von 12 Stunden Tageslicht, 10 Stunden Regen zu haben. Dann stellt man sich mal unter die Dusche, dreht die voll auf und denkt sich, okay, 10 Stunden jetzt da drunter stehen, das wird eine harte Nummer. Aber es war tatsächlich so. Also ich meine, es ist dann schon so, dass man sich eigentlich so darauf vorbereiten muss, dass es richtig hart wird. Und je besser man sich darauf vorbereitet, umso leichter fällt es einem dann auch, sich darauf einzulassen, dann vor Ort. Ob das jetzt die Kälte ist in Baffin Island zum Beispiel, bei minus 30 Grad irgendwelche Schlitten zu ziehen, stundenlang über das zugefrorene Meer, oder wie hier bei strömenden Regen irgendwie im Camp zu sitzen. Na, da kann man sich schon darauf einstellen, mental. Man kann sich darauf vorbereiten, es kommt meistens eh ganz anders. Die Frage ist, wie es sich anfühlt, wenn man wirklich in der Wand schlafen muss. Also das ist dann so, dass man eigentlich ja die ganze Zeit gesichert sein muss. Und es ist so, dass man auch irgendwie nie so richtig schläft, also ganz tief schläft, dass man sagt, so, jetzt geht man ins Bett, nimmt seinen Hasen und schläft dann mal bis morgen in der Früh. Das funktioniert so nicht, weil man ist natürlich angespannt. Man versucht immer mit einem Auge und mit einem Ohr die Umgebung so wahrzunehmen, irgendwelche Geräusche, die ungewöhnlich sind, wahrzunehmen, auch irgendwie aus dem Blickwinkel auch so ein bisschen zu beobachten. Dann fällt man wieder für ein paar Minuten in tiefen Schlaf und dann wacht man wieder auf. Und wenn dann der Kumpel noch irgendwie sein Geschäft mitten in der Nacht erledigen muss, dann ist es die Hölle, weil man ist dann selber hellwach, weil man muss ja die Bewegungen in diesem Wandzelt dann auch entsprechend ausgleichen. Also das, was er macht, das muss man genau in die andere Richtung machen, sonst kippt das ganze Ding um und so. Also ist schon unglaublich spannend und das merkt man erst, wie angespannt man war, wenn die ganze Sache vorbei ist. Und wenn man oben angekommen ist und sagt, oh Wahnsinn, das war ja ein irrer Trip. Und dann kommt man erst wieder so ein bisschen zur Ruhe und dann schläft man dann auch wieder wesentlich besser. Also ich lebe durch das Klettern. Ich habe eine eigene Firma zusammen mit einem Kollegen, Uwe Hofstetter, der ist hier in Löchgau, da ist auch unsere Firma Red Chili, wir machen Kletterschuhe und das ist ein Standbein für mich jetzt und dann die Beraterverträge, die ich mit meinen Partnern aus der Industrie habe, die beinhalten halt, dass die mir kein Geld geben, weil ich mich besonders gut an kleinen Griffen festhalten kann, sondern es geht dann um Produktberatung, um Produktentwicklung, um Tests, dann aber natürlich auch das, was wir machen, auch so zu dokumentieren, dass die Firmen mit gutem Bildmaterial arbeiten können für ihr Marketing und dass sie halt auch präsent sind dann in unseren Vorträgen, in unseren Filmbeiträgen. Und so versuchen wir dann quasi unsere Leidenschaft so zu finanzieren. Ich behaupte einfach immer, ich bin der Einzige von in unserem Team, der noch richtig arbeitet. Ich bin Diplom-Sportlehrer, mache den ganzen Sommer relativ viel, zwar auch im Outdoor-Bereich, aber sehr viel Kajak-, Wildwasserkurse und solche Sachen. Und in den Wintermonaten stelle ich Vorträge zusammen, nicht nur meine eigenen Vorträge, sondern eben auch die Vorträge von Stefan, die Vorträge von Robert Jasper, sitze also relativ viel am Rechner, mache so Bildbearbeitung, Filmschnitt und so weiter. Und so setze ich das dann einfach zusammen, dass man davon leben kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe bis vor 10 Jahren 2 Sportgeschäfte gehabt, war Geschäftsführer von 2 Sportgeschäften, habe dann damit aufgehört, fragen mich immer wieder die Leute, wie kann man sowas machen, aber ich muss sagen, ich habe bis heute keinen Tag bereut. Wenn euch der Film gefallen hat, wird es uns wahnsinnig freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen werdet im Freundeskreis und danke, dass ihr da wart, schönen guten Abend noch.